Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal TBGTV und zurück zu einer weiteren Folge mit dem Kaiserslautern, Leute. Und ich würde sagen, wir starten heute wieder in die Transferphase. Luna wird ja verkauft, aber als erstes geht es in die Partie gegen die Augsburger. Das ist Sache Nummer 1, die erledigt wird gegen Augsburg. Wird gespielt. Koch ist verkauft, so passt das. Szymanski, Dupont, Van der Velde. Und Luna wird uns hoffentlich auch verlassen. Für 8,5 Millionen nach Sampdoria Genua. Wird er hoffentlich gehen. Er ist ja sehr unglücklich bei uns, hat nicht einen Einsatz bekommen, also warum sollte der sagen, nein, ich will nicht weg. Ganz starke Ecke und Höger, den Mann, der wohl eigentlich kurz am Abschied stand, macht hier für uns das Ding. Die Bude in der Elften. Und was eine Ecke, wunderschön gedreht von der Jupp, Jesus rein, McGeady oder Hitz, wer auch immer im Kasten steht heute bei den Hitz ist es. Kommt da nicht mehr ran, Höger schiebt ein. Drüberlegen von Cicciretti auf Jesus. Cicciretti, der Mann, ey. Das ist echt gerade nicht mehr so gut, was der spielt. Also, man muss ganz klar sagen, Cicciretti's Saison ist das im Moment, also diese Saison noch nicht so. Er vergibt sehr viele Chancen. Wenn du mit dem rechten Fuß mit ihm schießt, da geht der Ball nie rein. Keine Chance, dass der Ball drin ist. Und der Versuch und Cardinale. Hinten drinne hat den Ball. Jesus. Ich wollte schon sagen, 11 Meter. Ich wollte sagen, das muss ein Elfmeter geben. Hier, Jesus, da wollte er vorbeilegen und dann ganz klar umgehauen. Scher. Scher. Okay. Was? Scher hat 84 Elfmeter. Ja, komm, dann macht Scher den jetzt. Und er ist... Oh, oh. Ich wollte erst in die andere Ecke wechseln, aber dann dachte ich mir, nee, bleibst du da. Oh mein Gott, wie knapp der war, Alter. Und Scher macht das Ding zur 2-0 Führung. Guckt euch den Elfmeter an. Da, in die Achse reingeschossen, guck ich es an. In die Achse reingeschossen, von der Achse breit der Ball ins Tor rein. Geiler Scheiß. Oh Leute, ich habe gerade ein bisschen nicht geredet und dann die Latte vor der Halbzeit nochmal für Augsburg. Und die Mannschaft macht es ganz gut so, nicht zu offensiv eigentlich und defensiv sicher, also alles in Form. Ich habe eben die ganze Zeit Ultimate Team gespielt, das ist schon eine starke Umstellung. Und dann haut, keine Ahnung wer es war, Co, den Ball über den Kasten. So, Passlag hinten, jetzt mal wieder hinterherrennen. Gegen Usami, die Flanke ist nochmal ein Seitenwechsel. Anschluss! Und das war eben der, der eben verschossen hat. Krankes Ding. Kann man nichts gegen sagen. Schmied ist es, glaube ich. Und hat direkt Abnahme in Kasten. Ja, es war übrigens Co. Wie ich auch gesagt habe, der verschossen hat. Luxfeld wieder mit dem Fehler, Leute. Und weiter geht's. Passt auf den Augsburger. Und wieder Co. 81. Und Gelb für Kongolo. Hattel! Guter Schuss! Endlich sind wir mal wieder gefährlich geworden vom Tor. Und das war's mit ein bisschen Getaumel.
gewinnen wir mit 2-1. Das muss in der nächsten Folge deutlich besser werden. Dann werden wir nicht das Glück durch eine Ecke ohne einen Elfmeter haben. Weil anders haben wir nicht getroffen, außer Ecke und Elfmeter. Zwei Standardsituationen, sage ich mal. Kein Tor aus dem Spiel heraus mehr. Oh, Leute. Oh, müde. Und dann schauen wir mal. Spieler verkauft. Ah! Ich Idiot, ich dachte. Na, gut gedacht, Tom. Nicht gut nachgedacht. Leute, da habe ich aber gar nicht gut nachgedacht. Wir schauen mal weiter. Celtic akzeptiert. Hier wollte ich. Bin ich 9 Millionen einfach schnell. Auf Krampf, Leute. Celtic akzeptiert, das ist gut. Das ist wichtig. Wichtig für die erste Mannschaft. Ich hätte die wichtige Stammspieler gegeben, das war nicht mit Absicht. Egal. Ich will die erstmal schon, wollte ich ihm nicht geben. Und Dembélé akzeptiert und es ist egal, Leute. Wir nehmen es an. Und damit haben wir Usabe nochmal richtig klug eingebaut. In unsere Transferplanungen. Und haben einen 80er Stürmer neu verpflichtet. Und mit dem Geld von Usabe nochmal, der eigentlich 30 Millionen kosten sollte. Und Usabe hat uns das einfacher gemacht. Und damit Moussa Dembélé. 86 Pace. Nice Werte, 1,82 groß. Stark! Das ist doch mal jemand, den man einfach mal reinwerfen kann, wenn man muss. Und jetzt, Leute, kann ich wieder so wechseln. Podence ist wieder fit und kann von Anfang an. Oh. Kann von Anfang an ran. Dembélé natürlich nur auf der Bank erstmal. Denn da werde ich keinen 84 rausnehmen, nur um Dembélé spielen zu lassen. Mayes. Ja, mittlerweile keiner mehr, der bei uns spielt. Fassler kann man noch trainieren. Haben wir dabei. Kehre haben wir dabei. Ich würde sagen, dann kriegen Gossens und Dupont einfach zwei Einheiten. So machen wir es. Und dann schauen wir weiter. Kehrer geht auf die 72, das freut mich für den guten Mann. Also ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und dann kriegen wir so nochmal 3 Transferangebote oder was? Nicht eins. Warum wurde ich da jetzt nochmal reingerufen? Wir haben nicht ein Transferangebot bekommen. Wir haben noch 97.000 Gehaltsbudget. Vielleicht kriegen wir noch mal jemanden verkauft und können noch die 200.000 holen. Und dann nochmal versuchen, Aurier zu verpflichten. Wenn wir noch einen Transfer bekommen, wäre das möglich. Und da kriegen wir vielleicht eins. Natürlich nicht. Warum werden wir da reingehauen? Wir kriegen doch keine Transferangebote. Mann, Alter. Vielleicht jetzt? Mali für 47 Millionen nach Tottenham. Jetzt kriegen wir eins für und dann für Erik Wegesser. Toll. Perfekt. Er kann gerne nach Luzern gehen, Alter. Zwei. Vielleicht noch ein Transferangebot. Jawohl. Für Baumgartel. Hamburg bietet 13 Millionen für den. Wir verlangen 15, dann kann er gehen.
Mal schauen, was Hamburg zu 15 Millionen sagt. Ja, machen sie. Perfekt, okay. Geiler Scheiß, Leute. Okay, perfekt. Dann müssen wir jetzt noch schnell Uriel für die nächste Saison fit machen. Bieten einfach mal 300.000, damit er auch safe annimmt. Und mal schauen, ob er das da dazu sagt. Haben wir hier eigentlich noch jemanden, bei dem der Vertrag ausläuft, den ich jetzt noch nicht geholt habe? Gucken wir mal kurz. Mbappé. Nee, haben wir nicht. Okay, nichts mehr sonst. Und dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange. Und hoffen, bitte nimm an, Uriel, bitte nimm an. Jawohl, er nimmt's an. Perfekt. Damit haben wir auch tatsächlich fast alles aufs weggekloppt, Leute. Jetzt haben wir tatsächlich so geile Sachen geschafft. Und jetzt bin ich auch froh, dass wir hier durch sind. Homegarten nochmal abgegeben. Aber das ist okay. Hartl will immer noch weg. Oha! Als nächstes gegen die Bayern ran. Ich würde sagen, was ich nochmal mache. Ist hier ein bisschen bessere Scouts einstellen. Komm, hier den hier einmal. 4 und 3er. Da haben wir doch einen wunderschönen guten. Und sich das Ding feuern und dann nochmal jemand neuen zu verpflichten. Na toll. Hat er gut genug. Egal, dann holen wir diesen Ludwig hier noch. Aber wir schicken den nach Deutschland. Den schicken wir. Einfach mal nach Frankreich, weil es Nachbarland von Deutschland ist. Muss ja nicht so weit fahren, da kennt er sich vielleicht ein bisschen besser aus. Und Serbien. Serbien liegt da, aber da will ich nicht suchen. Afrika eigentlich auch ungern. Komm, suchen wir einen Italiener noch, Alter. Noch mal schön einen Italiener, Alter. Ich will einen Italiener noch verpflichten, das wird auch was Schönes. So. Damit haben wir echt alles weggekloppt, Leute. Fast alles haben wir weggehauen. 1 Million haben wir übrig. Krass, krass, krass. Alles geschafft. Was wir schaffen wollten. Geile Sache. Geil, geil, geil. England will mich noch als Nationaltrainer. Jetzt kann es nicht mehr besser werden. So Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da und wir sind übrigens 3 Punkte rangekommen an VfL Wolfsburg an den Tabellendritten. Lasst ein Like da auf dieses Video. Checkt die letzten Videos auch gerne ab. Lasst dort dann auch ein Like da. Würde mich echt freuen. Und falls es euch gefallen und ihr es noch nicht getan habt, lasst auch ein Abo da. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen. Bis dann!